Was mit dem T-Rex hier? Den können wir gerne nach Hause holen. Weiß ich nicht. Ein bisschen schwierig. Aber lass erstmal die Schnecke. Okay, gut. Also, du weißt nicht. Lass die nach Hause bringen und dann sie in andere Tür gehen. So, mal gucken, was die hier noch haben. Wollen wir nicht erstmal die Schnecke nach Hause bringen? Ja. Was wird? Das könnte sich aber trotzdem lohnen, dann nochmal schnell Primax hier nochmal vorbeischauen ja, und alles einsammeln, damit wir ein bisschen Zeug haben. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Richtig gut, ey. Richtig nice. Groß ist nicht immer besser, Leute. Kommt nochmal drauf an. Willst du wählen, oder? Nö. Die Schnecke. Kann ich mit der Schnecke wählen? Ja, eigentlich schon, aber jetzt mach ich. Okay. Doppelport. Die denken sich bestimmt aus in die Dorf, die haben die Schnecke vergessen oder so. So, okay, wir triggern das noch nicht. Wir rennen dann erst noch mit dem Rick schnell bei Skiller vorbei und gucken, ob die noch was Cooles dabei haben. Oh, ist eine Rüstung-Batterie. Oh, ich hatte noch welche. Der Sound. Ah, Leute, nice. Beste Session heute, ey. Richtig gut, die Action. Gefällt mir. So, wer dann noch meckert. Das ganze PvP gelohnt davon. So, jetzt müssen wir es aber auch dann gedeft bekommen, ne? So, von daher finde ich schlau, da nochmal vorbeizugucken, weil wir haben jetzt schon Ressourcen. Wir haben zwar nur einiges, aber wir haben auch gut was rausgehauen. Das Dumme ist, das C4 hat immer wieder auch an mir Schaden gemacht, ne? Das war ganz komisch gewesen. Vielleicht hast du versehentlich, oder vielleicht bleibt das Herr Buck irgendwie an meinem Selbstkleben. Aber bloß gut, dass ich mittlerweile weiß, dass man warten muss, bis man es wieder platzieren kann, so. Das war echt sehr wichtig. Ey, der Helm, keine Ahnung, wie gesagt, hat 7000 Armor, das ist total krank. Den hätte ich vielleicht jetzt gar nicht reparieren dürfen, war ein bisschen teuer. Keine Ahnung. Was muss ich anwählen? Orgon Südwest. Wenn du willst, steig auf bei mir und dann schieß dich oben auf den Rücken. Nö, nee, passt. Lauf los. Ich hab Angst, dass du da Schaden kriegst. Das geht schon. Nur die gleiche Masse. Ich weiß, du klappen sie nicht mehr. Na, ob du es damit besser machst? Ja, okay. Ich hab schon einiges verloren. Und bin jetzt im Wasser. Halbes Leben habe ich verloren schon. Ich lass mal ein bisschen Leine. Wasserski! Geht das überhaupt? Wasserski? Kann ich irgendwie nach oben? Kannst du auftauchen? Nee. Ich ertrink gleich. Mach schnell. Jetzt kannst du raus. Okay. Ey. Trink. So. Okay, cool. So, dann lass nochmal bei dem vorbeischauen. Bei welchen? Bei Skitter. Skitter, okay. Ja, die haben immer noch den Labergolem, das wäre immer noch nervig bei denen. Achso. Pass aber auf, vielleicht haben die wieder Lämmen. Mit Strikes. Vielleicht haben sie auch aufgegeben. Da vorne ist ein Wirrwarn, pass auf. Ja. Vielleicht ist das ganze Zeug schon weg, weil wir schon alles kaputt gemacht haben. Ja, stimmt. Da ist ein Safe, haben die draußen hingestellt. Ja, aber den ist kaputt machen, hab ich ja nicht Bock. Nee. Ja, bei den anderen vorbeischauen wird halt super nervig, weil der Golem noch lebt. Ja. Ich guck mal ganz kurz, pass mal auf den River noch. Ey, wenn die uns mit den Golem raiden, das könnte auch schon eklig werden, hä? Der Lavarock ist echt. Weil wir haben auch keinen Dominus Rex mehr. Ein Dominus Rex, das macht, glaube ich, am meisten Schaden noch gegen den. Der Drache ist bei uns. Seht ihr? Oh. Der kommt jetzt. Nur die Na gut, ja, den Rex haben wir wieder da. Ja, wir sollen uns auf jeden Fall vielleicht jetzt noch, also wir triggern das Finale jetzt, das machen wir jetzt aber gleich, würde ich sagen. Sobald wir in der Base sind.
Und aber wir sollten uns dann jetzt echt auch Lenkraketen den ganzen Scheiß machen. Irgendwelche Waffen, womit wir uns verteidigen können. Damit wir nicht mal rausrennen müssen, weißt du? Ja gut, wir sollten auf jeden Fall draußen stehen bleiben. Damit wir immer kämpfen können. Okay. Und dann einfach, wenn einer stirbt, dann... Genau. Ey, weißt du, was wir davor vielleicht noch machen sollten? Irgendwie eine Vorrichtung, dass du von innen nach außen rennen kannst mit einer Ramp oder so. Meinst du, das geht noch irgendwie? Nee. So, dass wir immer nicht immer erst das Tor runter machen müssen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Oh, wo bist du? Okay. Meinst du echt, dass das schwierig ist? Ja, es ist halt sehr hoch gebaut. Hä? Ne? Ich bin gar nicht mitgekommen. Ich bin bestimmt aus dem weggehauen. So gut zu dir. Lass uns mal Schnecken zählen und dann würde ich sagen, wir geben Bescheid. Das stimmt. Alter, lass uns zusammen machen. Ja, ich stehe schon drinnen. Gleichzeitig Bescheid geben, Mensch. Ja. Also, 1, Gary. 2, Jera. 3, Captain Obvious. 4, ist die vierte Schnecke, Captain Obvious. Nee, Aaron. 5, Kunibert. 6, Konstantin. Dann Waldorf. 7, Walter 8. Laila 9. André 10. Galadriel 11 und Elfriede 12. Und mich, und mich. Ich bin auch. Guck. Was? Minus 1. Keine Ahnung, was das sein soll. Mal die Geräusche dazu großartig sind hier. Okay, wir werden. Gucken anders bei uns, so wie es aussieht. Aber das Signale können wir ja trotzdem schon mal triggern, oder? So. Okay. Sollen wir schreiben? Ich leite schon mal ein. So. Die Bad Boys haben 12 Schnecken und eröffnen hiermit und wollen hiermit das Finale eröffnen. Und wollen? Ja. Na gut, dann bitte. So, jetzt müssen die Admins das noch checken. Ich geh mal eben raus. Ich guck mal, was da Bammel macht. Okay. Oh, kommt auch. Screenshot! So, also wir haben jetzt Tag 80 und es ist ein schöner Tag und Zeit 17, na machen wir 18 Uhr ungefähr. Also wir müssen bis Tag 84 18 Uhr durchhalten. Oh, das kann ruhig ein bisschen schneller runterziehen. 12 Schnecken wurden bestätigt. Yay. Ja. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mit dem Blitzzweig rauskommen? Wie, du lässt den... Ne, nicht draußen stehen lassen. So, damit ich da direkt dran kann. Achso, na gut. Eigentlich würde ich ja dann lieber drauf, glaube ich. Kommt um. Ich könnte halt auch ein paar Primates rausstellen und so, weißt du? Und dann Attack My Target ja. Arbeiten. Wir ja. Müssen aufpassen, dass die nicht runterlocken. Das wäre halt scheiße. Das werden wir auf jeden Fall versuchen. Ne, dann müssen wir die halt auf passiv haben. Und wenn sie. Ja. Ja Ah, da kommt was. Oh, Lavarock-Golem kommt. Das ist der. Du kriegst den, glaube ich, nicht gestunt zu dir. Nee. So, jetzt, ich habe nichts zum Schießen und nichts dabei. Das ist ein Trike. Wir haben auch einen Trike. Okay, dann lass den Trike erstmal killen. Ich habe halt nichts zum Schießen dabei und so, ne? Du musst den Trike irgendwie bekommen. Ja. Ich versuch's. Ich geh drauf. Hab ich. Okay. Stone. So, und was machen wir jetzt mit dem Golem? Kannst du den stunnen? Ja, dann renn weg, sonst killt er den doch jetzt.
dir. Also versuchen den Piloten zu erwischen oder so. Ich kann halt nicht schießen und nichts machen, weil. Ja. Das bin gar nichts. Der ist schon gut. Ja, wieso Dino könnten da was taugen? Wir können das Geld auch. Wieso schießen die Turbis nicht auf den? Ja, das ist jetzt behindert, also. Nur darf er nicht Angst haben. Weißt du was? Lass einfach reinmachen in die Base, wenn er reinkommt, machen wir Tech mein Target mit ein. Zu dir. Das wird sonst nichts hier. Ich mach auf. Okay. Na, mach erst das. Wenn er reingeht, geht er rein. Okay, wenn er reingeht, dann machen wir zu. Ja, ja. Kannst du irgendwie reinstoßen? Ich mach. Kannst du reinlaufen? Nee, muss ich ja nicht. Ich mach einfach zu. Soll ich zu? Ja. Ich hoffe, das geht nicht schief, Alter. So, jetzt gehen alle drauf. Hoffentlich reicht das, um den Platz zu machen, Alter. Ich weiß es halt nicht. Ich kann nichts machen, der ist in der Luft. Okay. Ich kann doch nicht auf seine Tanken können. Nein, sehr gut. Beste Taktik ever. Find's gut. Ich geh mal von hier, von der Seite rein. Ja. Oder? Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ja, okay, schwer. Wie viele Leben würden der haben, dieser Golem? Weil so viel Damage kloppen die alle nicht raus, die Viecher. Die meisten treffen halt gar nicht. Ja, der Roboter, der regeneriert nicht. Warte mal, da läuft ein Spieler links lang. Irgendwo. Ich hab halt nur einen kleinen Punkt gesehen, das sehe ich halt nicht. Okay, ich hab ihn erwischt, das war Black Lion wieder. Schieß mal drauf, okay. Ja. Mal gucken, was passiert. Meinst du, ich habe ihn getroffen? Kein Plan. Schieß nochmal. Ich sehe keine 47 Schaden, oder? Aber da hast du den Golem nur getroffen. Ja, ich schon auch. Aber er hat Aua geschrieben. Hat sich schon getroffen. Ja, und das. Stimmt, wieso gehe ich denn da nicht einfach durch? Ist ja oh, hoch gerade. Ist zu hoch. Oh nein. Er warte, crap den Hook. Ah, doch, geht. Hast du zu? Das ist gerade so eine dumme Situation, ey. Also wie gesagt, wenn die Admins sagen, wir lassen frei, dann muss man es halt machen. Also ich werde da nichts entscheiden. Was geht mit dem? So, welche Seite bist du jetzt in dir? Ich bin drin. Dann gehe ich jetzt raus, okay. Dann kommen wir von beiden Seiten am Schießen. Lol, Fein hat Black Lion gekillt. Kann der hier Akku rum oder was? Ich hab noch passiv. Okay. Der ist halt genau so in der Tür, dass wir den wahrscheinlich nicht erwischen, oder?
So, also nochmal an die Zuschauer, wir kriegen diesen verdammten Golem nicht tot, ey. Das Problem ist, dass Dodge-Schaden an dem nicht wirkt. Mir fällt es auch nicht ein, wie man den Blatt bekommen soll. C4? Wie? Willst du da oben platzieren an dem, oder was? Wir können uns ja Grappling-Hook irgendwie ranhauen. Aber ich weiß ja nicht, von welcher Seite, das ist ja das Problem. Keine Ahnung. Ah, eine Sache wüsste ich da noch. Wir können mit dem Grappling noch versuchen, ihn runter zu grappeln. Kannst probieren. Ich brauche aber Grappling. Ja, was ist denn da mit den zwei lassen? Dann ist er frei. Dann müssen wir auf den Piloten gehen, quasi einen Rocket Launcher drauf schießen die ganze Zeit. Ich will ihn nicht freilassen. Naja, es führt doch zu nichts hier. Ich erwische dann nur den Golem, glaube ich. 47 Schaden, war am Golem. Oh, ist raus. Was? Ist raus. Oh nein. Oh nein, er killt jetzt alle unsere Dinos, die dir. Von wegen, er ist festgebuggt. Der ist nicht festgebuggt. Die Dinos, er war zwischen der Tür und dem Dino. In den Dinos gewesen. Das ist halt jetzt hochgradig lächerlich, ey, ganz ehrlich. Der kann jetzt alle unsere Dinos killen. Ich schieße einen Rocket Launcher drauf. Ich weiß, ich sehe den ja nicht mehr. Das ist lächerlich. Jetzt. Also ich schieße mit dem Rocket Launcher gerade drauf zu dir. Ich versuch's auch. Ja, das finde ich halt hochgradig sinnlos gerade. Ja, ich hab ihn gekillt! Yes! Nice! So, und was machen wir jetzt mit dem Golem? Mach Tür zu. Okay, warte. Ja, das regt mich richtig auf, ey. Der war nicht festgebuggt. Der war zwischen der Tür und den Dinos. Ende. Als alle Dinos weg waren, konnte ich raus. Richtig. Ja, aber er war an der Tür, aber sobald die Dinos weg waren, konnte er sich bewegen. War in den Dinos. Okay, jetzt muss er irgendwann sterben. Die Dodo-Rex aufhören würden, Feuer zu speien, weil es bringt ja nichts. Zudem so, wenn der wenn die jetzt wiederkommen, die Akku pfeifen, dann haut er wieder zu. Er muss ja irgendwann jetzt mal sterben, oder? Endlich, Alter. Meine Fresse. Ey, mich frisst das gerade an. Ja, der Macher irgendwie in der Tür gewesen, aber andererseits aber auch nicht, weil sobald die Dinos weg waren, konnte der gute Kollege sein Lava-Golem bewegen. Also kann er nicht in der Tür festgehangen haben, nur. Wollen wir es mal sehen. Aber ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Mann, die Base rein. Das Problem ist doch, wenn. Ja, hier rennen überall Leute vor der Base rum. Ich mach aber in die Base rein, warte. Ich zieh die ganzen Viecher raus.
guck mal, was in dem Lava-Golem drin ist. Die Red Potion nur noch hatte. Oha, übertreib. Was denn? 500 Red Potion. Alles klar. Das hätte länger als 2 Stunden gedauert, bis er tot ist. So, also ne, genau genommen, das war ja unsere Idee gewesen. Ne? Er versucht reinzugehen und wir quetschen ihn quasi zwischen Tür und Dinos ein. Und das hat funktioniert. Mhm. Und ab dem Moment, wo die Dinos passiv waren, konnte er sich auch wieder frei bewegen. Also von daher... Ja, ich hab's alle rausgepfiffen und dann war er frei. Ja. Und dann dachte ich mir, scheiße, er ist draußen, fange ich wieder alle rein. Ja. Aber der Golem ist natürlich hochgradig lächerlich, ey, was der aushält. Mhm. Ich könnte froh sein, dass wir den jetzt platt gemacht haben. So, Gott sei Dank hatte ich jetzt Raketen am Start, Alter. Cool. Ey, ansonsten hätte der jetzt wahrscheinlich unsere Dinos komplett platt machen können, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch noch von der anderen Seite mit drauf geschossen. Also. Ja. Haben wir gut gemacht. So gut, weiß nicht, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch eine gute Stunde durchhalten, nächste Session, dann haben wir das Ding gewonnen, mal gucken, was noch so für urwitzige Sachen passieren. Also wie gesagt, hätten die Admins geschrieben, lass den Typen raus, hätte ich es gemacht. Ich spiele das auch nur aus Sicht des Spielers und so. Und ne? Das ist, werden jetzt auch ein paar argumentieren, dass man den hätte rauslassen müssen. Manche werden es, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also aber gerade ab dem Moment, wo er sich frei bewegen konnte, wo wir unseren Dinos wegbewegt hatten, fand ich es okay. Und hätte Bugs gesagt, yo, lass den raus, dann hätten wir es gemacht. So. Ich meine, haben wir auch so gemacht direkt, ne? Also ich habe sogar die Tiere weggepfiffen, einfach weil es langweilig ist. Ja. So, gut, in diesem Sinne, mal gucken. Ne? Also es wird nicht mehr lange gehen. Vielleicht haue ich das alles in eine Folge, dann muss ich einfach mal schauen. Also, ne? Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi. Ciao. Alter Schäden, Mann. Du, 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 du. Ah, da kommen welche. Ganz viele Prime-Rexe da hinten. Zu dir. Am Teleporter. Wollen wir schnell reinrennen? Ja, nee, nicht an den Teleporter. Ja, okay. Kannst aber gerne runterkommen. Ja, sollte ich wohl. Okay, ich komm runter. Und tot. Da ist ein Lightning Strike. Haben die. Okay. Versteck dich am besten neben der Mauer, sodass sie dich erstmal nicht sehen. Stell mich so, dass die auf mich rennen, aber dich dann nicht sehen. Aber dann. Okay. Und dann kannst du von hinten reinpritzeln. Von hinten? Okay. Wenn er mich erstmal trifft, das ist kein Problem. Aber dich sollte er dann nicht treffen. Dann sollte sich ja noch ein bisschen weiter links stellen, weil sonst renne ich in den Strahl rein, wenn ich gerade ausrenne. Okay, soll ich nach rechts an die Mauer? Dann kommst du von der Seite raus. Kann man auch machen. Muss nur aufpassen, dass die... Ich sehe halt gerade gar nichts. Nicht, dass sie jetzt direkt zu mir laufen, weißt du? Ich versuche ein bisschen zu snipen. Die schießen schon. Also ich habe schon einen Blitz gesehen von Lightning Track. Ich hab den Aggro. Nice. Ich komme jetzt vor, oder? Warte. Oh shit. Jetzt kommt er. Blitz.